Als Einstieg ein paar Punkte, bevor ich zur Biografie und zu einigen Aspekten komme, zu einigen wichtigen Schriften. Erster Punkt, Faschismus, wie wird Faschismus hier in Deutschland, das ist immer interessant, ich habe diese Doppelpass- oder Mehrfachperspektive selber, weil ich so lange in den USA gewesen bin und immer noch bin und also pendle eigentlich zwischen, jahrelang pendle zwischen Los Angeles und Berlin. Wie wird Faschismus dargestellt im Fernsehen und Film? Hier in Deutschland. Und die Frage ist, wie sieht eigentlich die Darstellung des Faschismus aus, wenn man die besonderen Gesetze der Medien berücksichtigt? Also eine nackte Repräsentation reicht natürlich nicht. Also ich habe von einem halben Jahr oder so, vielleicht auch was von einem Jahr, hier gesehen im Fernsehen, in der Tagesschau, da ging es um die Forderungen der Griechen, um Reparationen. Und ich war total schockiert, ich weiß nicht, ob jemand das von Ihnen gesehen hat, dass in der Tagesschau um 8 Uhr im ersten Programm, ich glaube als erstes oder zweites, zweite Nachricht, gab es plötzlich die Nazi-Luftwaffe, die man über der Akropolis sah. Ich konnte das einfach nicht fassen, dass man das gemacht hat. Das heißt, man wollte sagen, offensichtlich war das also gut gemeint. Man ging davon aus, dass Deutsche nicht wissen, die meisten Deutschen, ich schätze 95%, nicht wissen, dass die Wehrmacht Griechenland überfallen hat. 1941, das ist übrigens 75 Jahre her. Und man wollte, glaube ich, einfach so eine kleine Dosis Wirklichkeit, Realität, auch Geschichte liefern. Zeigte also diese Nazi-Bomber über der Akropolis. Und sagt, ja, also die Griechen, weil die ja früher überfallen wurden, die wollen jetzt Reparation. Und man wollte irgendwie erklären, warum die überhaupt Reparation. Weil man, glaube ich, davon ausging, dass Deutsche überhaupt keine Ahnung haben, dass es einen Krieg gegeben hat in Griechenland und so weiter. Und dass Deutsche sofort glauben würden, Reparation, die Griechen wollen Geld. Die wollen Geld, weil die ein Minus haben, ein Defizit haben, wollen sie Geld. Das Geld wollen sie natürlich von uns. Also man hat in der Tagesschau das gebracht, ich komme später noch darauf, warum so eine Repräsentation natürlich nicht funktioniert, obwohl sie vielleicht gut gemeint war. Es gibt nämlich bestimmte Fallen, die damit verbunden sind. Kann man einfach Nazi-Dokumente so benutzen, in dieser Form benutzen? Ich glaube nicht. Dann ein weiterer Punkt, da ich schon über Griechenland gesprochen habe, geht es natürlich, das haben Sie wahrscheinlich alle mitbekommen, es geht darum, wie also bestimmte Mediengesetze funktionieren und dafür sorgen, dass die Leute garantiert nicht verstehen, was eigentlich in Griechenland passiert. Das ist ein Problem, das haben auch einige Leute jetzt analysiert, dass es diesen sogenannten Mainstream der sogenannten Qualitätspresse gibt, wo dann einfach keine objektive oder kritische also Berichterstattung möglich ist. Und für mich ist die Frage, also ob dahinter bestimmte Gesetze des Fernsehens oder der medialen Vermittlung stehen. Das ist die Frage. Und das sind natürlich alles Fragen, die dann einen Mann wie Krakauer interessiert haben. Ich hatte mir andere Punkte notiert. Also ich habe gerade die Spiegelliste angeguckt, die Bestseller. Das sind also irgendwelche Gurus, Nummer 3, 4, der Dalai Lama und so weiter. Und die Bestseller Nummer 1 und 2 sind natürlich Sarrazin und Hitlers Tagebücher. Auch da ist wiederum die Frage, nicht Hitlers, Mein Kampf eigentlich. Also das ist ja ein Bestseller. Anfangs dachte ich, das sind 5.000, wer bezahlt also 58 Euro für 2 Bände. Aber Tatsache ist natürlich, dass so eine Sache also vielleicht künstlich hochgepusht wird oder so. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob da konkrete Zahlen dahinter stehen. Und es gibt eine bestimmte Dynamik, die dahinter steht. Das heißt,
Wenn man in der Diskussion geht es zum Beispiel nicht, soweit ich das sehen kann, um Hitlers Programmatik oder zum Beispiel um die Propaganda und Propagandarezepte, die Hitler entwickelt. Darum geht es nicht. Es geht, glaube ich, nicht darum, was man lernen kann aus dieser Schrift. Nein, es geht tatsächlich also um diese Media-Hype-Aspekte und es geht um eine Selbstzelebrierung nach dem Motto, also wir können das jetzt, wir sind jetzt in Deutschland endlich so weit, dass wir das lesen können und aus dem Giftschrank heraus, also wir sind jetzt immun, wir können das jetzt lesen, diesen Rassismus und Nationalismus und Chauvinismus und Propaganda, das ist kein Problem, wir können das mit Interesse lesen, weil wir ja weiter sind, ist aber natürlich nicht der Fall. Wer liest schon diese kritischen Anmerkungen, die anscheinend in dieser Edition, das Ganze wird also als Medienereignis inszeniert. Noch ein vierter Punkt, ich bringe das nur, weil ich das Wort Aktualität in den Titel gesetzt habe, das heißt, ich möchte tatsächlich irgendwie sehen, ob Krakauer etwas beiträgt zu ganz aktuellen Fragestellungen. Am Sonntag oder Montag gab es im Spiegel, Spiegel Online, einen Kommentar von Georg Dietz, an sich ein interessanter Mann, der, glaube ich, in Berlin lebt und auch ganz kritisch ist und so. Aber ich habe den sogar kopiert, diesen Text. Er greift zurück auf die Geschichte und sagt, was jetzt passiert im Augenblick, also mit dem Rechtsradikalismus, mit Pegida, mit AfD und so weiter. Das ist tatsächlich vergleichbar mit dem, was in den Endjahren der Weimarer Republik passiert ist. Und dann argumentiert er, dass damals das Bürgertum zu liberal war und einfach die Gefahren nicht gesehen hat. Nicht? Das ist, was ich ihm auch geschrieben habe, das kann man natürlich so nicht darstellen. Das heißt, er sagt einfach, wir müssen diese Gefahr von rechts ernst nehmen. Früher hat das Bürgertum die Gefahr von rechts nicht ernst genommen. Sie waren zu liberal, so heißt das. Sie taten liberal. Es ist natürlich nicht der Fall, wenn man die Weimarer Republik kennt, dann weiß man, dass gerade das Bürgertum eben nicht bereit war. Das Bürgertum hatte Angst vor der Sozialdemokratie, kommt zu glauben heutzutage nicht, die hatten Angst vor der Sozialdemokratie und sie waren nicht bereit, die Sozialdemokratie zu wählen, also ganz zu schweigen von den Kommunisten. Nicht? Und wollte nicht einmal die Sozialdemokraten wählen. Thomas Mann hat hier in Berlin 1928 Appell an die Vernunft gehalten, eine Rede, und hat gesagt, bitte Bürger, wählt die Sozialdemokraten, wir müssen die Weimarer Republik retten, das könnt ihr doch machen. Das Bürgertum hat natürlich gesagt, nein, wir machen das nicht, sondern hat ganz bewusst und ganz absichtlich die Nazis unterstützt. Aber ein durchaus interessanter Mann wie Georg Dietz sagt dann nicht, warnt auf viel zu oberflächliche Weise, warnt davor, wir sollten nicht zu liberal und zu tolerant sein gegenüber diesen Rechten. Das Problem ist natürlich viel tiefer und hat zu tun mit der Gesellschaftsstruktur hier in Deutschland und damit, dass die Mitte ja schon rechts ist, nicht? Also um das kurz und bündig zu formulieren, und dass das Bürgertum natürlich Sympathien hat für die Rechte und auch sehr, sehr bald mit der AfD koalieren. Also was ich sehe ist, dass, was man auf Schritt und Tritt feststellen kann, dass es keine adäquate Sicht auf den Faschismus gibt und dass generell einfach Geschichtskenntnisse nicht da sind. Man muss einfach sehr genau wissen, was in der Weimarer Republik passiert ist, sonst kann man sich dazu nicht äußern. Und dazu gehört, dass man zum Beispiel die Klassenkonstellation verstehen muss. Wenn man das nicht macht, kann man diese Dinge nicht verstehen. Man kann auch nichts lernen aus der Faschismusdarstellung. Es reicht nicht eine oberflächlich moralische Kritik, jetzt nachdem also die Juden tot sind und der Krieg verloren ist, reicht einfach nicht aus. Man muss, also wenn man lernen will, schon also tiefer ansetzen. Das alles sind natürlich Themen, schade, dass Krakauer tot ist, die ihn sehr stark interessiert hätten und die er mit Gusto also angepackt hätte. Ja, und ich glaube, das gibt es heute nicht. Ich sehe keinen Krakauer. Also keinen Journalisten, öffentlich wirksamen Intellektuellen, der diese Sicht der Dinge hat und der weiß, wie man Dinge analysiert
in den Medien analysiert und der weiß, wie man geschichtlich argumentiert und der einfach diese ganze Komplexität der Wirklichkeit und der Darstellung in den Medien in den Griff kriegen kann. Kennst du jemand? Nein. Nein. Also ich glaube, dass vielleicht kann man das, die Situation ist anders heutzutage, wie soll man bei diesem diffusen, in dieser diffusen Situation das erreichen? Welcher Intellektuelle hat dieses Format, diese Kenntnisse und diese Wirkungsmöglichkeiten, um das zu tun? Krakauer konnte das und ich werde versuchen, in einzelnen Aspekten zu zeigen, obwohl das sehr selektiv ist, wie das bei ihm funktioniert hat. Krakauer war ein multipler Autor. Das heißt, das ist ganz interessant, er hat Architektur studiert. Er hat 10 Jahre als Architekt gearbeitet in Hannover. Er hat sich für Soziologie interessiert. Er ist Schüler von Simmel hier in Berlin. Er hat ein Buch über Soziologie geschrieben, er hat eine Studie über den Detektivroman geschrieben, so fängt er an. Ein multipler Autor, der also von vornherein bestimmte Interessen hat, der offensichtlich seine Architekturarbeit nicht besonders gemocht hat. Also die Freunde haben immer wieder berichtet, dass er über die 10 Jahre als Architekt nie gesprochen hat. Also das war irgendwie, das war so bürgerliches Studium, der Vater, die Eltern sagen, du musst was Anständiges machen oder so. Obwohl, er hat natürlich gelernt aus diesem Architekturstudium, wie man sehen kann. Was sind die Einsatzstellen, wie Benjamin das formuliert? Das heißt, wo setzt er eigentlich wirklich ein? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Er arbeitet dann also in der FZ, in der Frankfurter Zeitung. Das ist also das Wichtige und nutzt die Chancen, die sich ihm da bieten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also eine wichtige Zeitung, die von Intellektuellen gelesen wird, die keine riesige Auflage hat. Er ist also Redakteur von 21 bis 33 für die FZ. Und wenn man sieht, was sind die Einsatzstellen, wann interessiert er sich für Marxismus, wann entwickelt er seine eigenen Theorien, was sieht er eigentlich als Ziele an und als Aufgabe des Intellektuellen. Das Erste ist, dass er, wie viele andere, berührt ist von der Krise nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist ein generelles Thema, über das man viel sprechen könnte. Ich glaube, das ist der Erste Weltkrieg, ob das Bloch ist, ob das Horkheimer ist, Adorno, der noch jung ist, ob das Lukács ist, der schon etwas älter ist, genauso alt wie Bloch. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs ist wichtig und der noch idealistische, prämarxistische Lukács spricht also in der Theorie des Romans von der geistigen Obdachlosigkeit. Ich glaube, das Erste ist, dass in den frühen 20er Jahren noch keine marxistische Position vorliegt, aber dieses Gefühl, wir haben eine tiefgreifende Krise, die bürgerliche Kultur funktioniert nicht, die Religion ist tot, die alten Orientierungssysteme funktionieren nicht. Das trifft auf alle Leute zu. Einige der jüdischen Autoren gehen dann so, ja, wie Löwenthal. Ich glaube, zum Teil auch Lukács, auch andere versuchen sogar eine Art religiöser Renaissance, die sie aber unter anderem dank Krakauer sehr früh aufgeben. Also man sieht zuerst in den frühen 20er Jahren, sieht man nicht eine besondere Entwicklung, theoretische Entwicklung bei Krakauer, obwohl er schon mittlerweile 30 Jahre ist, 1889 geboren, ist also schon 25, 30, als er in der FZ arbeitet und er ist als Journalist zuständig, und ich glaube, das war sehr clever von ihm, er ist zuständig für alle möglichen Dinge, die mit Konsumkultur und so weiter zu tun haben. Also nicht für Außenpolitik, nicht für Innenpolitik, nicht für Finanzen, sondern er schnappt sich diesen Bereich, der ganz neu ist, der Konsumkultur, wie man das nennen könnte. Also er schreibt über Zirkus, über Akrobaten, über und dann eben über Film.
entdeckt den Film, der ja noch kein vollgültiges Medium ist, für sich und sieht, versucht vor allem, versucht relativ früh dann, 26, 27, den Film zu beschreiben als Medium zum Verstehen gesellschaftlicher Prozesse. Ich glaube, das kann man sehen. Benutzt auch diese anderen Phänomene der Konsumkultur, um zu analysieren, was für eine Gesellschaft haben wir eigentlich? Also warum machen Leute das? Nicht gehen in den Zirkus, warum gehen sie in den Film? Warum verbringen sie die Freizeit so, wie sie das machen? Und das Interessante ist, normalerweise würde jetzt sofort die Kulturkritik kommen, dass also die gebildeten Leute natürlich herabblicken auf diese Phänomene und sagen, da sind wir gekommen. Also die große deutsche Kultur, nicht, die ist jetzt auf den Hund gekommen, die Leute gehen lieber in den Zirkus. Oder gucken sich irgendwelche Soap Operas an im Film. Er hat von vornherein nicht diese Kritik an der Massenkultur. Also die kommt also von einer höheren Position des Hochkulturellen aus, sondern er hat von vornherein, und ich glaube, da zahlt sich aus, dass er Architekt ist und Soziologe ist und soziologischer Philosoph ist. Er will einfach wissen, was hinter diesem Konsumverhalten steckt. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und er nimmt den Film ernst. Das fängt 26 an. Er nimmt den Film ernst, weil er die Befindlichkeit verschiedener Publikumsschichten herausfinden will. In dieser krisenhaften Situation. Der Krieg ist gerade vorbei. Es gibt die Nachkriegszeit, die sehr schwierig war bis 24. Es gibt mittlerweile natürlich die Phase der relativen Stabilisierung, wie das heißt, in fast allen Geschichtsdarstellungen. Aber Leute sind natürlich immer noch betroffen und traumatisch berührt von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, des Massensterbens, der Inflation, der Entwertung der Vermögen, der politischen Situation in Deutschland. Und er schreibt also, regelmäßig in der FZ eine unglaubliche, also ich habe zu Hause 4 Bände, ich habe die gar nicht mitbringen können, nur Feuilletons, 4 Bände, nicht? 2000 Sachen. Er schreibt also regelmäßig über diese Dinge, über die sonst niemand schreiben will, aber er schärft diesen soziologischen Blick auf die Unterhaltungskultur. Er spricht also über Reisen und Tanzen. Die ersten Artikel, die in dem Ornament der Masse drin sind, da geht es um, es geht um Reisen und Tanz. Was steckt hinter Tanzen? Warum tanzen Leute? Nicht? Warum reisen sie? Und er hat hochinteressante Überlegungen, durchaus lesbar auch heute noch, diese Texte, die er geschrieben hat. Wichtiger Aufsatz über Fotografie. Wer Benjamin kennt, weiß, dass tatsächlich diese Themen ähnlich sind und auch die Form der Darstellung ähnlich ist bei Benjamin. Benjamin übrigens enger Freund von Krakauer und jemand, mit dem er auch Kontakt behalten hat und so weiter. Er hat also in diesem Ornament der Masse, ein Band, der übrigens ist 1963 veröffentlicht wurde, dann diese Momentaufnahmen, diese Vexierbilder, wie Holz das nennt, des Großstadtlebens versammelt. Und das fängt also mit frühen Texten an, zu Reisen, zu Tanz, zu Konsumverhalten, dann zur Fotografie, arbeitet sich dann vor zu wichtigen Medien wie Fotografie und Film. Es gibt dann auch andere natürlich Dinge, wie er schreibt, also über die Rolle des Intellektuellen, über die Rolle des Filmkritikers. Er berichtet über Tretjakow, über Brechts, den Dreigroschenprozess und so weiter. Wird vor allem, darauf komme ich später noch zu sprechen, zwischen 1930 und 1933, als er hier in Berlin ist, und Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Zeitung
nimmt er dann radikale, auch marxistische Positionen ein. Aber bevor ich darauf komme, am 9. und 10. Juni 28 erscheint dann nicht dieses ganze Buch, sondern der Aufsatz, das Ornament der Masse. Ist nur ein 16-seitiger Aufsatz, veröffentlicht, also in der Wochenendausgabe. Das beginnt also damit, dass er im ersten Satz darum sein Verfahren erläutert. Das heißt, man sieht plötzlich, dass er eine relativ ausgearbeitete Theorie hat, wie man von der Oberfläche kommt auf die Dinge, die unter der Oberfläche verborgen sind. Und man sieht hier auch, dass er eine Geschichtsphilosophie hat. Das heißt, dass er eine Sicht darauf hat, wo wir in den 20er Jahren eigentlich stehen. Er hat auch eine Konzeption für den Kapitalismus. Er kennt aufklärerische Philosophie, wie man sehen kann. Also plötzlich in diesem Aufsatz sieht man kondensiert, wo er 1928 steht und wie sein Zugriff auf die Konsumkultur eigentlich aussieht und was hinter der Konsumkultur versteckt ist. Und dieser Text beginnt damit: Der Ort, den eine Epoche im Geschichtsprozess einnimmt, ist aus der Analyse ihrer unscheinbaren Oberflächenäußerungen schlagender zu bestimmen als aus den Urteilen der Epoche über sich selbst. Übrigens ein sehr guter Schriftsteller, sehr gut lesbar, dieser Krakauer. Das journalistische Training ist, glaube ich, wichtig. Er hat, glaube ich, sehr also pünktlich geschrieben, sehr produktiv gearbeitet und einfach sehr lesbar auch geschrieben, auch dann, wenn die Dinge, über die er geschrieben hat, schwierig sind. So fängt er an in diesem programmatischen Text. Und dann spricht er über die Tiller Girls. Ich weiß nicht, man hätte das sagen müssen, nicht die Tiller Girls, man hätte wenigstens das, also die Fotos zeigen. Er spricht über die Tiller Girls, eine amerikanische Gruppe, und er sagt, mit den Tiller Girls hat es begonnen. Diese Produkte der amerikanischen Zerstreuungsfabriken sind keine einzelnen Mädchen mehr, sondern unauflösliche Mädchenkomplexe, deren Bewegungen mathematische Demonstrationen sind. Also er spricht über diese Show, das ist ja ein Symbol, glaube ich, für die 20er Jahre, dass es diese Revuen gibt und diese Shows, wo, man sieht das auch in Hollywood, nicht in Hollywood, man sieht das auch in New York, in also Boulevard, wie heißt das, Musicals, nicht? Sieht man das. Also Amerikaner waren damals und sind heute noch sehr gut, also in was technische Möglichkeiten betrifft, was Tanzen betrifft, was Gruppen betrifft, was Balletts betrifft und so weiter. Und diese Tiller Girls waren also ganz berühmt und sind wirklich eine Art Symbol der 20er Jahre, also für diese Konsumkultur. Und er sagt also, hier mit den Tiller Girls hat es begonnen. Amerikanische Zerstreuungsfabriken und es sind keine einzelnen Mädchen mehr. Es kommt ja nicht darauf an, wie die aussehen, das Gesicht oder so, sondern es kommt darauf an, dass die Beine zu der richtigen Höhe schwingen. Ja? Haben Sie ein Bild vor sich von diesen Tiller Girls? Wie die? Das gibt es ja heute nicht mehr. Ne? Das gibt es nicht. Also man hat so das Gefühl, man hat da 20 Mädchen oder auch 50 und die machen alle genau das, die sehen alle gleich aus, sind alle blond, nicht? Die sind alle gleich groß, die machen alle genau das Gleiche und die zählen als Individuen nicht, sondern sie zählen als Gruppe, die hier etwas darstellt. Und darauf basiert seine Theorie jetzt des Ornaments der Masse. Er geht also weiter und sagt, während sie sich in den Revuen zu Figuren verdichten, ereignen sich auf australischem und indischem Boden, von Amerika zu schweigen, in immer demselben dicht gefüllten Stadion Darbietungen von gleicher geometrischer Genauigkeit. Man denkt an Nordkorea oder so, oder die Nazis später, das heißt, dass im Stadion also tausende Menschen da sind und die stellen sich so zusammen, dass man einen Stern sieht. Die einzelnen
Protagonisten, wenn man sie überhaupt so nennen kann, nicht, die wissen natürlich nicht, was sie eigentlich darstellen, aber für den Zuschauer sieht man, aha, eine sich öffnende Blume, nicht, oder sowas, oder ein Stern, oder nicht, es geht um geometrische Genauigkeit, es geht um Mathematik, und das kleinste Örtchen, in das sie noch gar nicht gedrungen sind, interessant ist auch, das ist ein weltweites Phänomen, er erkennt das. Das, was man heute als globale Kultur sieht, das beginnt damals und er sieht sofort, das ist nicht eine amerikanische Sache, das ist keine deutsche Sache, das hat weltweit ist das attraktiv, was hier gemacht wird. Das kleinste Örtchen, in das sie noch gar nicht gedrungen sind, wird durch die Filmwochenschau über sie unterrichtet. Medien, nicht? Also wenn man sieht das, wenn man einfach an die Wochenschau geht, Sie wissen das, früher war das so, dass man vor dem Film die Wochenschau sah, ein Blick auf die Leinwand belehrt, dass die Ornamente, und da bringt er jetzt diesen Begriff des Ornaments, dass die Ornamente aus Tausenden von Körpern bestehen, Körpern in Badehosen ohne Geschlecht. Also es ist eigentlich, es sind nicht einmal unbedingt mehr Frauen, nicht? Es sind einfach Menschenkörper. Nicht, die mathematisch präzise irgendwelche Dinge darstellen. Der Regelmäßigkeit ihrer Muster jubelt die durch die Tribünen gegliederte Menge zu. Das heißt, das Ganze ist ein Spektakel. Ja? Also die Menge sieht und gutiert, ich komme noch darauf, wie er das interpretiert, also dieses Gutieren. Es ist für die Menge wird, und zwar eine riesige Menge, millionenfach, milliardenfach vielleicht, wird so etwas produzieren. Das heißt, also er spricht von Stadiondarbietungen. Es muss irgendwas im Olympiastadion, das war vor dem Olympiastadion, es muss ein großes Stadion hier gegeben haben in Berlin, wo dann auch diese Darstellungen statt. Also globale Verbreitung, es gibt ein ästhetisches Interesse offensichtlich bei einer großen Masse der Bevölkerung, ist international verbreitet. Träger der Ornamente ist die Masse. Und es ist an sich interessant, also Ornament der Masse, das hat diese, kennt jemand von Ihnen Latein, nicht? Genitivus, Objektivus, Genitivus, Subjektivus, es ist ein doppelter Genitiv. Das heißt also, Masse besteht aus, oder die Form besteht, oder das Ornament besteht aus Teilen der Masse, es besteht aus Teilen der Masse und bildet eine Masse, und zwar eine Masse, die eine Art Ganzheit darstellt, deshalb ästhetisch ansprechend ist. Zugleich ist das Ornament aber auch für die Masse bestimmt, also ein Ornament für die Masse. Ist ein doppelter Genitiv, wahrscheinlich bewusst, also Krakauer war so ein guter Stilist, ich bin sicher, dass er das von vornherein reflektiert hat. Das ist also die Masse, das heißt, die bildet das, die einzelnen Bestandteile der Masse wissen gar nicht, was sie machen in diesem Zusammenhang. Das Ganze wird aber für die Masse zum ästhetischen Genuss produziert und nicht nur zum ästhetischen Genuss produziert. Und er geht dann darauf ein, dass also im Ballett, nicht, es gibt es Bedeutung, nicht? Oder bei Militärmärschen. Selbst bei Militärmärschen geht es um Patriotismus, Chauvinismus, Militär. Es geht nicht darum. Es scheint wirklich nur um Ästhetik zu gehen und darum. Es geht auch keine Erotik. Nicht? Früher dachte ich, als ich Teenager war, dachte ich, also das sind sehr attraktive Frauen oder so. Guckst du mal besser hin. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass die geometrische Figuren, es geht nicht um Erotik, es ist keine erotische Veranstaltung. Ich glaube, das haben wir nicht mehr. Ja, diese Sache wahrscheinlich in eine andere Richtung. Es gibt keine Bedeutung. Das Ornament ist von den Trägern abgelöst. Und jetzt kommt natürlich seine These. Er sagt, diese Darstellung, diese Schaustellung ist ein Spiegelbild des kapitalistischen Produktionsprozesses. Er sagt, das ist aktuell, das ist up to date, das ist auf der Höhe der Zeit. Warum?
weil die Gleichartigkeit der Figuren entspricht der Gleichartigkeit der Arbeitermassen. Nicht? Damals, Sie wissen das, nicht? Fordismus, Taylorismus, es geht um diese Taylor-Methode, wo also die Bewegungsabläufe genau also berechnet sind, um die Produktivität zu erhöhen. Sein Punkt ist, das ist einfach das ästhetische Pendant zum kapitalistischen Produktionsprozess. Wobei der kapitalistische Produktionsprozess natürlich, der Zweck ist natürlich der Profit. Das ist also in diesem Fall nicht der Fall, aber es geht um die Bewegungsabläufe, es geht um das Geometrische, es geht um das Mathematische. Und sein Argument ist einfach, wenn die Menge das sieht, sie erkennen sich wieder in diesen Automatismen und in dieser geometrischen Darstellung. Wenn man am Fließband arbeitet, hat man ein Verständnis dafür, wie diese Mädchen, diese Frauen arbeiten. Ja, Zitat, den Beinen der Tillergirls entsprechen die Hände in der Fabrik. Das Massenornament ist der ästhetische Reflex, der von dem herrschenden Wirtschaftssystem erstrebten Rationalität. Damit ist ein wichtiger Punkt. Taylorisierung bedeutet natürlich, und da sieht man die Überschneidungen zum Beispiel zu Marcuse bis in die 60er Jahre hinein, es geht um die Rationalität, das heißt die Zweckrationalität oder wie wir Horkheimer und Adorno sagen, also das instrumentelle Zweckdenken des Kapitalismus. Das analysierte er. Ich glaube nicht, dass er, es ist schwer zu sagen, ob er alleine, man spricht einiges dafür, dass er die Diskussionen kannte, Krakauer, dass er aber wirklich einen Vorstoß gemacht hat. Aufgrund seiner Kenntnis, das ist dann jetzt schon, Adorno mochte die Konsumkultur nicht, konnte nicht überwinden, diese Aversion zum Beispiel gegenüber Jazz oder so. Krakauer hat diesen vorurteilslosen Blick auf die ästhetischen Phänomene der Zeit. Das war eine Sache, die bei Adorno nicht so funktioniert hat. Und es geht also darum, dass es geht um die Rationalität des Kapitalismus, die Zweckrationalität. Er spricht einfach nur von Rationalität. Warum haben wir Kapitalismus? Weil Leute also, an sich will man besser sagen, rationelle Formen der Produktion installiert haben. Deshalb funktioniert der Kapitalismus. Deshalb generiert der Kapitalismus Güter und so weiter. Und wie ich schon sagte, Krakauer lehnt eine Kritik ab, so nach dem Motto, das ist wirklich, sollen wir uns damit beschäftigen, also mit Tiller Girls oder mit Phänomenen dieser Art, das ist doch keine Ästhetik, nicht? Und das ist doch einfach nicht wert, dass man darüber weiter reflektiert. Oder wenn man das reflektiert, dann lehnt man das eben ab und sieht das als Zeichen des Niedergangs der Kultur. Krakauer macht das nirgendwo. Es gibt überhaupt keine Versuchung, auf seiner Journalist vorurteilsfrei, kann man sagen, er glaubt auch nicht daran, dass man die Dinge so angehen soll. Er sagt sogar weiter, er kritisiert die Hochkultur. Er sagt, das ist besser, die Tillergirls sind besser als die künstlerischen Produktionen, die abgelegte höhere Gefühle in vergangenen Formen nachzüchten. Das ist natürlich, denken Sie an Brecht und so, also das generelle Misstrauen, die alte Kultur funktioniert doch überhaupt, das Theater funktioniert doch nicht. Wenn man das einfach weitermacht, dann ist das doch ein inhaltsloser Automatismus. Das heißt, wir haben ein ganz fundamentales, kann man ja heute auch sehen, nicht? Wir haben ein ganz fundamentales Problem. Das ist aber die Ästhetik der Massen. Leute mögen das. Und es gibt einen Grund dafür, dass sie das mögen. Und das ist aktuell. Und wir müssen entscheiden, wir müssen das als Hieroglyphen, wie jemand gesagt hat, lesen. Wir müssen verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Dahinter steht dann auch alles in diesen 16 Seiten. Sie brauchen nicht das ganze Buch zu lesen, sondern nur 16 Seiten, wo er dann entwickelt eine Sicht auf die Konsumkultur. Dahinter steht eine Geschichtssicht, und zwar geht es, hier gibt es wieder die Ähnlichkeiten zu Benjamin, es geht um den Kampf der Vernunft gegen die Naturmächte.
Das heißt, bei Benjamin wird das immer wieder erwähnt, nicht? Wenn also von Mythos die Rede ist, dann heißt das, und Natur die Rede ist, dann geht es also um Zustände, die nicht von der Vernunft bestimmt sind. Literatur, zum Beispiel Kafka, hat für Benjamin antimythisches Potenzial. Das heißt, Literatur, warum? Weil Literatur Vernunft verbreiten kann und mit der Vernunft und mit der Kritik der Zustände gegen das Mythologische, das heißt naturverhaftete, traditionsverhaftete, organologische und so weiter vorgehen kann. Wobei dann, und hier sieht man, dass er durchaus eine gewisse dialektische Schulung auch hat, er sieht natürlich, aber das ist, ich weiß nicht, wer hier einen größeren Einfluss ist, auch vielleicht unwichtig, er sieht, dass natürlich das mythologische Denken nicht einfach abgeschafft ist, auch nicht durch den Kapitalismus natürlich nicht abgeschafft ist. Das heißt, dass in uns weiterwirken die Überbauten des mythologischen Denkens. Und das findet man zum Beispiel also im Nationalismus. Nicht? Denn im Nationalismus, ja, denken Sie an AfD oder so, oder Schäuble meinetwegen, also für ihn ist sein Patriotismus besteht darin, dass er die Nation als schicksalhafte Situation empfindet. Das heißt, es hat nichts zu tun mit Vernunft oder so. Nicht? Also das trifft wahrscheinlich für viele Konservative zu. Das heißt, die Geschichte besteht einfach in diesem Kampf zwischen Mythologie und Vernunft. Er will, und hier kann man sehen, dass er wahrscheinlich primär ein Aufklärer ist. Nicht, nicht unähnlich wie Heinrich Mann zum Beispiel. Er will, dass die Vernunft, also für ihn bedeutet Vernunft natürlich nicht die kapitalistische Vernunft, also dieses Zweckrationale, sondern die Vernunft will, soll also bedeuten die Einsetzung der Wahrheit in der Welt. Also das ist eine typisch rationalistische Position. Das heißt, wir wollen mehr Vernunft. Wir müssen, deshalb auch die Definition dann des Filmkritikers, des Kritikers überhaupt, des Intellektuellen, wir müssen als Intellektuelle dazu beitragen, dass dieses Naturhafte, dieses Organische, dieses Traditionsverhaftete, dieses Irrationale enthüllt wird. Auch in seiner Wirkung auf uns enthüllt wird. Sonst können wir das nicht, so können wir keine Verbesserung der Gesellschaft. Er spricht nicht von Revolution. Also später gibt es mal so Aufsätze, wo er davon spricht oder das andeutet, aber ich glaube, dass man Krakauer am ehesten gerecht wird, wenn man ihn einfach als radikalen Aufklärer sieht. Und zwar in der Tradition der großen französischen Aufklärung. Angereichert mit Elementen des Denkens der Frankfurter Schule, Benjamins und so weiter. Und wie Benjamin sieht er übrigens im Märchen den Vorschein der Gerechtigkeit. Mythos sind also die alten Zustände, nicht? Bei den Griechen, die Götter, das Schicksal. Nicht? Im Märchen, Märchen ist, gibt es eine kontroverse Diskussion dazu, ist ein Vorschein der Gerechtigkeit, für Benjamin wie für Krakauer. Also die Geschichte ist für Krakauer, wie für Benjamin übrigens, ein Prozess der Entmythologisierung. Und der Kapitalismus, hier kann man den Einfluss natürlich auch von Weber sehen, geht ein Stück auf diesem Weg. Also Weber spricht ja von der Entzauberung der Welt zum Beispiel. Der Kapitalismus leistet das natürlich, aber Krakauer geht dann weiter und sagt, also wir müssen mehr tun, damit die Vernunft eingreifen kann. Ja, es reicht nicht aus, dass wir die Natur beherrschen. Kapitalismus bedeutet einfach Naturbeherrschung. Zweck, rationales Denken, um die Natur zu beherrschen. Es geht aber um mehr, und ich glaube, hier ist der Einfluss des jungen Marx wichtig, er sagt einfach lapidar, diese kapitalistische Vernunft greift zu kurz, sie begreift den Menschen nicht ein. Nicht? Das geometrische, mathematische, zweckrationale hat nichts zu tun mit menschlichem Emanzipationsstreben. Menschliche Dinge sind nicht wichtig im Kapitalismus. Das ist ganz lapidar, wie er das
ohne Bezug auf Marx oder so. Er sagt einfach, sie begreift den Menschen nicht ein. Das heißt also, er macht einen klaren Unterschied zwischen dem Zweckrationalen, der Ratio des Kapitalismus und der Vernunft, wie sie also herrschen soll, gesellschaftlich herrschen soll. Oder er sagt das dann auch, das wird oft zitiert, es geht nicht darum, das Rationale des Kapitalismus zu kritisieren, sondern man muss umgekehrt sagen, und ich glaube, er hat da vollkommen recht, das sind alles ganz vernünftige Überlegungen, ne, er sagt, der Kapitalismus, die Vernunft des Kapitalismus ist getrübt. Wir brauchen mehr Vernunft, nicht weniger Vernunft. Und das ist natürlich leicht einzusehen. Das ist alles in diesem kleinen Aufsatz, der mit den Tiller Girls beginnt, ist also diese, die kapitalistische Vernunft ist abstrakt, doppeldeutig, also man kann dann, er spielt das durch, nicht? Von der Mythologie her gesehen ist das Fortschritt. Von der Vernunft her gesehen ist der Kapitalismus kein Fortschritt. Und er macht also wirklich nicht, das Massenorgament ist, das Massenornament ist ein mythologischer, er kommt dann zurück auf das Massenornament und sagt, es gibt ein großes Problem natürlich damit, insofern man ja eben keine Bedeutung ablesen kann. Er sagt einfach, das Massenornament ist stumm. Ja? Das heißt, es ist eine Lehrform. Die alten mythologischen, zum Beispiel der menschliche Körper oder so, das Organische, das wird zurückgedrängt. Der Körper ist fungibel, ist mathematisch berechenbar. Das ist ein Fortschritt gegenüber dem archaischen Denken. Aber darüber hinaus ist unklar, wohin das führen soll. Nicht? Es reicht ja nicht aus, einfach den Körper ins Mathematische oder Geometrische zu übersetzen. Es ist ein Fortschritt. Von der Mythologie her betrachtet, aber es ist kein Fortschritt betrachtet von einer, ja, eben ist das Wort utopisch nicht, von einer utopischen Vernunftperspektive aus ist das kein Fortschritt. Also das war einer meiner Hauptpunkte, ich wollte einfach den Krakauer vorstellen, vielleicht gucken Sie mal rein. Sie brauchen, wie gesagt, nicht das ganze Buch zu lesen, 16 Seiten, das andere sind Zutaten. Das Ganze lohnt sich aber trotzdem, weil er also interessante Streiflichter bietet zum Leben in den 20er Jahren. Und nicht nur das, also was er über Reise sagt, über Tanzen, ist also unglaublich einleuchtend und unverschämt gut geschrieben. Nicht? Also er hat einfach diesen makellosen Stil. Nicht? Das hilft enorm. Und das steht als eine Frische irgendwie behalten. Also wenn man das liest, denkt man eigentlich nicht daran, dass das Ganze schon 80, 90, fast 100 Jahre alt ist. Bevor ich zu dem anderen Hauptpunkt komme, wollte ich auch, um zu zeigen, was er gemacht hat über die Jahre 30 bis 33 sprechen wichtige Übergangsjahre, wirklich die Hochzeit der krakauischen Arbeit hier in Berlin. Und er schreibt hier eine Sache, die ich gerade wieder gelesen habe, die auch wiederum sehr flüssig geschrieben ist, unglaublich eingängig geschrieben ist und auch aus anderen Gründen überrascht. Er schreibt also 100 Seiten über die Angestellten. Kennen Sie vielleicht, haben Sie schon mal gehört? Als ich Student war, kam das gerade raus, bei Suhrkamp Taschenbuch, also kam das raus. Ich habe immer gedacht, du musst das lesen und so. Das Interessante ist natürlich, dass, übrigens, das war das Buch, das die Nazis verbrannt haben. Ich habe nicht herausbekommen, warum man gerade dieses Buch verbrannt hat. Wahrscheinlich konnte man kein anderes finden und man wollte nicht die Feuilletons verbrennen oder sowas. Aber wir haben gesagt, der Krakauer, jüdisch, wo ist das Buch? Angestellte, Rinnensfeuer. Ne? Das war ja im Mai 33. Was mich überrascht hat, ist, das ist eine wunderbare Analyse der Angestellten, also statistisch, und der Mentalität von Angestellten. Angestellte, relativ neue Schicht. Und wir werden noch sehen, warum das natürlich wichtig ist. Er ist Soziologe. Eine der Stärken besteht darin, dass er
nicht bei der Masse oder so bleibt oder generalisiert, sondern sehr genau auch später in den Filmen, an den Filmanalysen feststellen will, also welche Gruppe interessiert sich für welche Dinge und warum. Nicht? Und er hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, ich weiß nicht, ob die FAZ, die hat ihn da freigestellt oder so, er hat hunderte, vielleicht tausende Interviews mit Angestellten hier in Berlin durchgeführt. Er hat mit Gewerkschaftsvertretern gesprochen, er hat mit Firmenbossen gesprochen und so weiter. Und so eine Art von Dokument und Analyse geliefert. Er hat auch gleich eine Theorie dazu geliefert. Also nicht nur Reportage. Es gab damals diese große Diskussion. Lukács war also gegen die Reportage. Kann man einfach mit der Reportage überhaupt die Wirklichkeit darstellen? Wenn man das liest, sieht man, dass er das Problem gelöst hat. Es ist nicht nur eine Reportage, es ist Analyse und Dokument. Er baut die Interviewantworten ein mit Statistiken. Er montiert, es ist eine Montage. Es ist eine Montage aus Analyse und Originalzitaten. Eine unglaubliche Arbeit, die er da gemacht hat, wie er das nebenbei gemacht hat, ist mir nicht ganz klar. Ungeheuer lesbar, bis heute lesbar. Also wie denken Angestellte? Was für eine Schicht ist das eigentlich? Und natürlich kommt er darauf, was da wichtig ist für den Faschismus und auch wichtig für Filmanalysen und für eine Reihe von anderen Dingen. Und was, glaube ich, auch heute wichtig ist, es geht natürlich darum, dass es eine Proletarisierung der Angestellten-Schicht gibt, wie das heute natürlich der Fall ist mit dem Prekariat hier, das hier immer größere Ausmaße annimmt. Das heißt, es geht um eine Schicht, die abrutscht, die in labilen oder prekären Verhältnissen lebt. Und gleichzeitig geht, vielleicht ist das anders heute, es geht um das Missverhältnis zwischen Überbau und Basis. Das heißt, zwischen dem, was die Leute wirklich machen und der Funktion, die sie haben, in den Betrieben und in den Geschäften und so weiter, und dem, wie sie sich sehen. Das heißt, sie sehen sich eben nicht als Angestellte oder sie sehen sich als Bürger. Sie gehen zum Teil sogar ins Theater, was, glaube ich, heute nicht mehr der Fall wäre, oder in die Oper, um zu zeigen, dass sie eben bürgerlich sind. Und natürlich, man braucht das nicht weiter zu erwähnen, die Angestellten sind natürlich keine Leute, die jetzt links wählen. Es geht darum, nicht? Warum wählen Leute, die proletarisiert sind, die leiden unter dem Kapitalismus, nicht Parteien, die den Kapitalismus abschaffen wollen? Das ist übrigens der Radikalste, Krakauer. Er stellt direkt diese Frage. Nicht? Also warum haben Leute ein falsches Bewusstsein? Warum halten sie fest, bis zur Katastrophe, bis zur persönlichen und politischen Katastrophe, fest an einer falschen Einstellung gegenüber der Realität? Ich komme später darauf, in der Diskussion kommen wir vielleicht darauf, dass das natürlich aktuelle Aspekte sind. Ich glaube, dass wir das heute auch haben. Der andere Punkt, den er dann ausbaut, ist, das ist alles unglaublich, da gibt es übrigens eine Reklamausgabe, die ist sehr schön, von 92, von Johanna Rosenberg, wo dann auch eine der klassischen Filmbesprechungen drin sind. Die besten Filmbesprechungen sind in dieser Zeit, und einige der großen Filme und bekannten Filme werden besprochen in dieser Zeit. Interessant ist, dass er nicht stehen bleibt bei Ideologiekritik. Das war mein Fehler, das ist ein typischer Fehler, ich glaube, der 70er Jahre, dass man versucht hat, der 80er Jahre, dass man versucht hat, die Ideologie zu kritisieren. Er macht das auch, aber er versucht ständig darüber hinauszugehen und zu sagen, also welche Dispositionen, psychologischen Dispositionen werden angesprochen im Film. Ist übrigens fantastisch, der Titel ist ein bisschen problematisch vielleicht heute, aber es ist großartig. Das ist dann auch in dem Ornament der Masse drin übrigens. Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino. Und dann nimmt er 5, 6, 7 ganz souverän, unglaublich souveräne Analyse, Filme, Massenproduktionen, wo es dann darum geht, also Millionär verliebt sich in blinde, also Proletarierin oder sowas. Nicht? Er nimmt dann diese Plots, analysiert sie bis in den letzten Winkel hinein und macht klar, warum Leute solche Filme sehen und welche Konsequenzen das hat
sagt das alles, wie gesagt, amüsant und kritisch, aber ohne jetzt irgendwie Leute zu kritisieren oder beim Ideologiekritischen stehen zu bleiben. Das war das Problem der 70er Jahre. Und er geht dann, was dann später wichtig ist, in der ganz berühmten Schrift, das von Caligari bis Hitler, er analysiert die Vampirfilme oder die Bergfilme. Warum machen Deutsche diese Bergfilme? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also als ich ein Junge war, da gab es den Louis Trenker, nicht? Der also Berg. Ich dachte, warum diese Berge? Was haben die Deutschen mit diesen Bergen? Nicht? Der Berg ruft oder sowas. Nicht? Oder wer ist dieser Messen? Wer ist der Messner da aus Österreich? Nicht? Also diese Faszination mit Bergen. Er analysiert das. Unaufdringlich. Nicht? Er kennt Freud, er kennt psychologische Analysen und er nutzt sie für die Filmanalyse. Nicht? Und erklärt, müssen Sie selber nachlesen, warum deutsche Vampirfilme, gibt es ja heute auch wieder, nicht? Diese Vampirmode, warum Bergfilme. Er guckt sich auch Filme wie Ruttmanns Berlin, Sinfonie in der Großstadt an und zeigt, was daran ein Problem ist. Im Westen nichts Neues. Bekannter Film, von den Nazis gestört. Er zeigt, was in diesem Film nicht funktioniert. Eine soziologische Analyse hilft. Nicht? Was ist gut an diesem Film, was ist schlecht an diesem Film? Er geht natürlich auf Fritz Lang ein, Metropolis und so weiter, und er kennt Dinge, die Leute zum Teil erst 50, 60, 70 Jahre später erkannt haben. Sofort, nach der Premiere des Films, sieht er diese. Hier wiederum ein Beispiel, ich habe Metropolis in Los Angeles gesehen, mit dem Berliner Bürgermeister war dabei, restaurierte Version wurde gezeigt, kein Verständnis dieser Dinge. Es ging darum, Großstadt, futuristisch, nicht sensationell, größter Film, nicht die typische Inszenierung eines Medienereignisses. Die Probleme des Films werden nicht gezeigt. Man denke an den Schluss. Spricht in einem Aufsatz 32 davon, er mag übrigens die sowjetrussischen Filme, die er studiert, er hat dieses Auge für die Technik, für die Montage, für die Funktion der Montage. Podowkin und Eisenstein sind natürlich seine Standardbeispiele dafür, dass man, was man mit Filmen erreichen kann. Obwohl er später auch gegenüber den sowjetrussischen Filmen kritisch wird, weil er da eine Art von Automatismus sieht und ein Missverhältnis zwischen Technik und Inhalt sieht. Später rückt er ab von diesem Lob von Podowkin und Eisenstein. Also zwischen 30 und 33 gibt es die Angestellten, 1930, und dann diese auch heute noch durchaus lesbaren Filmkritiken, die er geschrieben hat, und auch akzeptable Kritiken. Nicht? Also man lernt etwas über die Filme, man lernt etwas über die Technik, man lernt etwas über die Ideologie, man sieht auch, wer dahin geht oder was man daraus lernen kann, was man daraus nicht lernen kann. Er benutzt, das ist die Zeit, wo er dann ab und zu durchblicken lässt, also wenn wir keine Revolution haben, werden wir keinen Fortschritt haben. Nicht? Oder wo er davon spricht, dass man also den dialektischen Materialismus anwenden muss, sonst kann man keine vernünftige Analyse liefern. Oder wo er auch sagt, also in der Filmkritik, was sollen Kritiker machen? Das ist ihr Job. Nicht? Diese ein zulänglicher Filmkritiker, ich könnte das vorlesen, nicht, muss einfach diese Dinge analysieren. Er kann nicht einfach irgendein Medienspektakel unterstützen oder so. Man muss einfach diesen psychologischen Röntgenblick haben, um das zu verstehen. Man muss die Mittel verstehen, man muss verstehen, welche Dispositionen angesprochen werden und ob das also sinnvoll ist oder nicht. Er kritisiert der Blaue Engel natürlich, nicht? Zum Beispiel. Also auf ganz zynische Weise, obwohl er Heinrich Mann mag und Heinrich Mann wollte den Blauen Engel nicht kritisieren, weil er denkt, okay, wenn die Beine von Marlene Dietrich mir helfen, dass das Buch bekannt wird, okay. Ich komme zu dem zweiten Punkt. Er ist dann im Exil in Paris. Er wird rausgeschmissen in der FZ. Sehr schwierige Zeit, die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Das ist eine andere Sache, dass Krakauer unter, wie viele andere auch natürlich, unter sehr schwierigen Bedingungen gelebt hat. Und die Nähe zum Institut für Sozialforschung, zu Horkheimer und Adorno, hat ihm nicht
viel genutzt. Das ist eine problematische Sache. Wenn Sie das interessiert, können wir darauf eingehen. Er hat sein eigenes Offenbach-Buch geschrieben, wofür ihn Adorno dann schwer kritisiert hat, als das ein Ausflug in das Populärmusikalische, ohne dass du dich auskennst in der Musik, nicht du wagst es, über Offenbach zu schreiben, eine Gesellschaftsbiografie. Aber er hat das wirklich aus wegen Geld geschrieben, zum großen Teil. Aber es geht auch um Paris, und das ist durchaus ein Pendant zu Benjamins jahrzehntelangen Forschungen zur Archäologie der Moderne und zu Paris als der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Aber worauf ich kommen will, ist, und was mir wiederum das Aktuelle vielleicht zu sein scheint, ist, dass er natürlich die Nähe zum Institut sucht, auch versucht, dann nach New York zu kommen, den Affidavit zu kriegen und so weiter. Und dann schreibt er, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, hätte man leicht kopieren können, er schreibt für das Institut ein Exposé Masse und Propaganda. Und er schreibt dann, dass akzeptiert wird, und er arbeitet das aus zu einem Text, der übrigens vor kurzem erst publiziert wurde, 2012, Totalitäre Propaganda, es wurde also nicht publiziert vorher, der aber nicht in die Zeitschrift aufgenommen wird. Das heißt, nicht publiziert wird, der macht sich die Mühe, die Totalitäre, das heißt die faschistische, die Nazi-Propaganda zu analysieren, das wird nicht aufgenommen. Das Exposé ist interessant, und hier ist, glaube ich, eine weitere wichtige Stelle für Ansatzstelle, Benjamin, für Krakauer, nämlich er sieht den Zusammenhang zwischen Medien und Staat. Und der Propagandastrategie der Nazis und den sozialpsychologischen Positionen in Deutschland. Und das ist also außerordentlich interessant, finde ich. Es gibt übrigens verschiedene Komplexe in dem Band, falls Sie das interessiert, das ist in dem Band der Krakauer Ausgabe, und zwar in Band 2, da gibt es zwei, und da gibt es zwei Bände. Einer hat den Caligari, das ist die große Filmzeitschrift, wo er dann im Exil in USA mit großem Erfolg auf Englisch, übrigens, er gibt Deutsch auf und schreibt dann nur noch Englisch. Erstaunlich für jemanden, der also so gut Deutsch schreibt und dass er das macht, dass er sich zwingt dazu, Englisch zu schreiben. Er bleibt auch in den USA, denkt nicht daran, zurückzugehen, trifft eine bewusste Entscheidung, also für das Englische und gegen das Deutsche. Und das heißt, es gibt also, abgesehen von diesem Exposé, wo es um Propaganda geht, geht es auch um Filmanalysen und Wochenschauanalysen. Und diese beiden Teilbände ergänzen sich also. Man hat also das Politische und man hat das Filmanalytische zusammen in diesen beiden Bänden. Das Problem ist, dass diese Bände zusammen wahrscheinlich 160, 170 Euro kosten. Aber man hat das also in diesen beiden Bänden. Und besonders interessant, ja, hätte man machen können jetzt mit Wochenschau. Da komme ich auf die Wochenschau, die ich anfangs erwähnt habe. Kann man einfach Wochenschau zeigen. Er analysiert Wochenschau-Kompilationen wie Blitzkrieg im Westen 1940, Sieg im Westen, Feuertaufe. Und er sieht dann, das haben die Nazis ja sehr geschickt gemacht, wie funktioniert, wie machen sie das? Wie erreichen sie diese Deshalb ist meine Meinung, und ich nehme an, Krakau würde das, wäre auch schockiert gewesen, eine Wochenschau ungefiltert zu sehen im deutschen Fernsehen, ohne Erklärung, ohne damit zu rechnen zu können, dass Zuschauer mediale Dokumentationen verstehen. Sie haben einfach nicht die, sie durchschauen das nicht. Das heißt, er analysiert die innere Architektur, wie er das nennt, die kompositorischen Tricks, die Kameraführung und so weiter, dass da Landkarten gezeigt werden, kennen Sie wahrscheinlich alle, wie, wenn also das gezeigt wird, ich habe den Ton im Ohr, nicht? Ich weiß nicht aus welcher Zeit, wann ich angefangen habe, diese Wochenschauen zu sehen, es gibt diesen scharfen, metallischen Ton, nicht? Unsere Truppen, Afrika-Korps, braten Spiegeleier auf den Tanks und so weiter, nicht? Diese Dinge.
Und er analysiert, wie sie von. Er geht davon aus, dass die Nazis geschickt sind. Er geht davon aus, dass das wichtige Dokumente der Propaganda sind. Deshalb, wie gesagt, es geht nicht. Man kann nicht die Bomber über der Akropolis zeigen. Das geht einfach nicht. Nicht? Dass Leute hier sind, sie haben bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass Deutsche einmarschiert sind in Griechenland. Jetzt werden sie nicht von einer Nazi-Wochenschau verstehen, warum sie da einmarschiert sind. Das funktioniert einfach nicht. Man muss verstehen, wie diese Wochenschauen funktioniert haben. Und er beschreibt das, nicht? Scheinbar langweilige Dinge, militärische Bewegungen, Landkarten eingestreut und so weiter. Dann Großaufnahmen irgendeines Deutschen. Was bedeutet das, eine Großaufnahme zu sehen? Er gibt die Erklärung dafür, warum das so gemacht ist. Ich glaube übrigens, die haben also gelernt zum Teil, die Nazis, also erstens davon, dass sie wussten, dass Propaganda wichtig war. Zweitens haben die sich auch Sachen abgeguckt von den Russen. Nicht? Das heißt, sie haben gedacht, also, wie können wir Sachen so machen, dass sie emotional bewegen. Das Problem ist natürlich nur, dass die Russen also was Vernünftiges zu sagen hatten, während die Nazis das natürlich nicht hatten. Bilder, sagt er, sind nicht nur Illustrationen. Nicht? Die Tagesschau kann nicht, es ist keine Illustration, man kann nicht sagen, ja, wissen Sie noch, 1941 sind die Deutschen einmarschiert. Sind nicht nur Illustrationen, sondern die Ideen werden durch Bilder ausgedrückt. Und er spricht auch zum Beispiel darüber, dass die Nazis die Methode der Ellipse benutzt haben. Das heißt, man lässt einfach Sachen weg. Nicht? Man lässt Sachen zwischendurch weg, man konzentriert Dinge und man hat den Eindruck dann natürlich, dass alles unaufhaltsam ist, dass die natürlich die Deutschen nicht nur der Good Guys are, sondern sie sind auch unaufhaltsam, alle Leute begrüßen sie, alle Leute sind happy und so weiter. Nicht? Das wird alles ganz bewusst montiert. Das ist das Prinzip der Wochenschau, natürlich. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das kennt, lohnt sich das, hätte sich das gelohnt, könnte man machen. Ich habe manchmal... Ich glaube, gesehen hat jeder von uns schon mal, also die Älteren Triumph sowieso, Willens, aber... Ja, Triumph des Willens habe ich mal vor amerikanischen Studenten, die haben gesagt, also es war alles auf Deutsch, da musste ich übersetzen und dann nochmal das gucken und dann das Technische erklären. Die wollten wirklich wissen, also erstens, was sagen die Leute da in Nürnberg und zweitens, wie funktioniert das, wo sind die Tricks? Sie wissen, Riefenstahl behauptet, das ist dokumentarisch. Nicht? Parteitag ist natürlich ein Propagandafilm und man muss natürlich verstehen, wie dieser Propagandafilm aufgebaut ist. Das ist klar, man braucht eine kritische Theorie, sonst versteht man diese Dinge nicht und man landet dann letztlich dabei, dass man diese Dinge als Dokumente sieht. Ja, es wird wahrscheinlich sehr bald, ich nehme an, in den nächsten Jahren. Bitte? Sind Sie auch. Ja, genau. Nicht? Wahrscheinlich, wenn man in Zukunft Parteitage oder so demonstriert, wird man einfach Lene Riefenstahl zeigen und sagen, okay, das, ihr wisst schon, nicht? Das waren diese Dinge. Er hat diesen Übergang von Technik zu einem sehr frühen Stadium. Es gab wenige Leute, die dieses Verständnis von Technik haben. Er kannte auch diese Leute, diese Regisseure und so weiter, hier als er in Berlin war. Nicht Papst oder so, nicht. Er kannte diese Leute, er kannte die Schauspieler. Ich glaube, er hat nur gearbeitet. Ich glaube nicht, dass seine Frau sehr viel also Privatleben mit ihm gehabt hat, weil er, glaube ich, also jeden kannte, alle Leute interviewt hat, alle Filme gesehen hat. Er hat wirklich alle Filme gesehen. Alle, nicht, die gezeigt wurden in Berlin zwischen 1930 und 1933. Er analysiert diese Wochenschauen 1942, übrigens da schon in Zusammenarbeit mit dem New Yorker, mit einem New Yorker Museum, mit einer New Yorker Bibliothek, nicht mit dem Institut für Sozialforschung. Das ist also ein Glücksfall, 1941 kommt er nach USA, auch mit Unterstützung des Frankfurter Instituts, aber eben auch, er hat lange gezögert, er wollte eigentlich, nachdem er verschiedene Probleme mit Horkheimer hatte, keine Hilfe annehmen, hat das aber zum Schluss dann doch gemacht. Aber er hatte auch andere Kontakte. Aber ich komme zum Schluss, auf Masse und Propaganda. Ich werde also nicht auf Caligari eingehen, weil das eine bekannte Sache ist und auch
nicht die Aktualität verspricht. Denn das sind einfach die, wo, das ist eine Studie, wo er dem amerikanischen Publikum zeigt, die deutschen Filme zeigen schon Dispositionen für das Tyrannische, Antidemokratische und so weiter. Er zeigt das. Und er zeigt das auf sehr überzeugende Weise. Man hat nicht den Eindruck, dass er eine Theorie hat und dann jetzt also die Beispiele von den Filmen nimmt, sondern man sieht, er entwickelt die Theorie in Auseinandersetzung mit dem filmischen Material. Eine sehr überzeugende Methode. Das Exposé Masse und Propaganda ist interessant und wie gesagt, Sie können dann entscheiden, ob das oder inwieweit das aktuell sein könnte. Er sagt also für das Institut, ich will sehen, welche Rolle die Propaganda hat für die faschistische Regierung und nicht nur für die faschistische Regierung in Deutschland, sondern auch für den italienischen Faschismus und auch für andere, die großen Demokratien, wie er sagt. Ich glaube, ein Problem des Krakauer, die amerikanische Demokratie und andere, die englische, zu positiv eingeschätzt hat. Aber sein Ziel war eigentlich, eine vergleichende Analyse der Propaganda zu liefern, der politischen Propaganda zu liefern. Und er schafft es auch zum Teil. Und wie geht er ran? Was sind die Punkte in diesem Exposé? Er spricht von der Krise nach dem Krieg, ich habe das schon erwähnt. Die ökonomische Krise wird eine politische Krise. Gesellschaft, das heißt, die verschiedenen Gesellschaftsschichten sind also betroffen von der ökonomischen, es gibt Proletarisierungstendenzen, es gibt diesen proletarisierten Mittelstand. Da sehe ich eben die Ähnlichkeit zu heute. Es gibt dann natürlich auch die Polarisierung in links und rechts. Damals gab es ja Kommunisten und Kapitalisten, die sich gegenüberstanden und die also klar machten, dass es keine demokratische, also im Sinne der Weimarer Republik, Vermittlung zwischen diesen politischen Fraktionen geben. Naja, wir können auch dahin kommen. Nicht? Denken Sie an Österreich, denken Sie, ich kann mir auch vorstellen, dass in Deutschland diese Konfrontation stattfinden. Es sieht im Augenblick nicht so aus. Es sieht, alle Deutsche sind sehr ängstliche Leute und versammeln sich irgendwie in den Mainstream und wollen in der Mitte bleiben. Deshalb weiß ich nicht, was daraus wird. Aber früher oder später könnte man argumentieren, dass dieses Mainstream-Denken also nicht ausreicht. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es zu größeren Konfrontationen kommt. In der Weimarer Republik gab es dann natürlich offensichtlich diesen Konflikt und es war klar, dass demokratische Mittel, das heißt politische Mittel, nicht ausreichen würden, die Spannungen zwischen den Millionen von Arbeitslosen, von Arbeitern, working poor, sagt man in den USA, also die natürlich für Hungerlöhne arbeiteten, und von proletarisiertem Mittelstand, also wir sprechen hier von 30 Millionen oder so. Es war klar, dass es also keine politische Lösung, was macht man in einer Gesellschaft, wird ja auch diskutiert jetzt, ne? Soziale Spaltung, offensichtlich immer weiter sich spaltet. Der klassische Fall ist natürlich die Situation in der Weimarer Republik. Ich glaube, was man heute sieht, ist, dass man eine Radikalisierung hat. Ich glaube, man sieht erste Effekte dieser sozialen Ungleichheit und der Proletarisierung weiter Schichten. Sie haben das gelesen, nicht vor kurzem, die Hälfte der Bevölkerung, die 2030 in Rente gehen wird, wird dann unterhalb der Armutsgrenze sein. Nicht? Also es ist klar absehbar, was passiert. Das wird also offen, das wird sogar hier offen zugegeben. Ja? Also wenn es so bleibt, wie es ist, werden 2030 die Hälfte der Leute unterhalb der Armutsgrenze. Die Weimarer Republik ist sozusagen der Testfall, da hatte man das schon, nicht? Diese soziale Spaltung und politische Spaltung zwischen rechts und links. Was man heute auch sieht natürlich, ist die Tendenz zur Nationalisierung und zur Entdemokratisierung. Also ich würde argumentieren, dass das erste Zeichen sind einer sehr krisenhaften Entwicklung. Nicht in Reaktion darauf, dass die Gesellschaft gespalten ist.
und dass es keine Chance gibt, dass das Gros der Bevölkerung hier in Deutschland annehmbare Zustände haben wird. Das wird einfach nicht der Fall sein. Leute sprechen nicht darüber, es ist ein Tabu. Nicht? Ab und zu dringt eine Zahl durch, wie diese Zahl über die Prognose für 2030. Aber es ist ja klar, wenn man sich überlegt, was Leute hier für Einkommen haben, was die Renten sein werden und so weiter, ist es klar. Das heißt, man könnte argumentieren, dass die Tendenzen in diese Richtung gehen. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage der Diskussion. Vielleicht sehe ich zu schwarz oder sehe das jetzt zu sehr durch die krakauerische Brille. Was er macht ist, und der Analyse, in jedem Fall ist interessant, wie Krakauer da herangeht. Also es ist eine materialistische Analyse, soweit ihm das möglich war, mit beschränkten Möglichkeiten. Er sitzt also da in einem kleinen Hotelzimmer in Paris und versucht also zu analysieren, was die Situation in Deutschland ist. Ist das explosiv jetzt? Gute Frage, müsste ich nachsehen. Exposé, das ist dann etwas, was Adorno kommentiert hat, für gut gehalten hat, für vielversprechend gehalten hat, aber die Ausführung totalitärer Propaganda, wo genau seziert wird, im Einzelnen, typisch Krakau, sehr sachlich, nicht faktenorientiert, Beispiele, Reden zitiert, da kommt der Hitler übrigens rein, er hat Hitler gelesen und vor allen Dingen das, was er Propaganda gesagt hat, er hat es gelesen. Ja, genau. Ja. Er hat das benutzt, aber ich glaube, Adorno hat das nicht gemocht. Genau. Ja. Sagst du noch was zu den Gründen für die Ablehnung vom Institut? Ja, wenn wir da hinzukommen. Jetzt wäre ich langsam. Also, er fängt an damit, dass er die krisenhafte Situation beschreibt. Das heißt, es gibt keine Lösung. Zum Teil ist das auch eine nicht unbekannte Faschismus, natürlich Theorie. Aber interessant ist, wie Krakauer das methodisch angeht. Ja, also Klassenanalyse. Danach, was sind die ideologischen Folgen der Krise? Und das ist auch wiederum interessant, könnte man auch überlegen, wie weit das zutrifft oder ein wichtiger Ansatzpunkt heute sein könnte. Also er geht davon aus, 70 Jahren, geht er davon aus, dass es einen Zerfall der bürgerlichen Werthierarchie gibt. Interessant, man müsste die Wertediskussion hier aufnehmen im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise. Nicht? Was sind die Werte der Europäer, die Werte der Deutschen? Nicht? Es gibt bürgerliche Werthierarchie. Er geht natürlich wie Brecht und viele andere selbstverständlich davon aus, dass die alte bürgerliche Kultur, falls es die überhaupt irgendwann gegeben hat, ich glaube, die gab es schon im 19. Jahrhundert nicht mehr, dass die also zerfällt. Und er sagt gleichzeitig, die kapitalistischen Interessen treten nackt hervor. Und das heißt, so erklärt er, was passiert, wenn die also Hierarchie deiner eigenen Klasse, wenn die Wertehierarchie, das, wofür die Klasse gekämpft hat, wofür sie steht, wenn das zerfällt, wie reagiert man darauf? Dann wird man natürlich empfänglich für andere Lebensstile, importierte Lebensstile und so weiter, nicht? Fabrizierte Lebensstile. Davon geht er aus. Das heißt, Zerfall der bürgerlichen Welt. Das heißt, dass die relativ stabile bürgerliche Schicht hat keine Werte, die sie wirklich darstellen. Das trifft voll zu, glaube ich, für die Situation hier. Also Werte, schon die Werte sein, nicht? Für die die Regierung hier steht in Berlin. Also das konnte ich nicht. Also ab und zu Meinungsfreiheit, nicht? Grundgesetz, wird irgendwas runtergeleiert, nicht? Die Werte müssen ja verbunden sein mit einer Schicht, die wirklich, und Politiker, die wirklich für diese Dinge eintreten. Das machen sie ja nicht. Also das sehe ich über Menschenrechte, ich sehe überhaupt nichts in dieser Richtung. Im Gegenteil kann man argumentieren, dass das heißt, selbst die Leute, die profitieren vom Kapitalismus, haben keine Werte, die sie für sich selbst vertreten können. Nicht einmal privat. Sie gehen nicht einmal mehr in die Oper. Nicht? Also sie haben nicht einmal mehr Kultur, konservative Werte.
Aber die Nacktheit, es geht um Ökonomie, das kann man auch direkt verifizieren, nicht in der Regierung hier, es geht um ökonomische Vernunft. Nicht? Also die Flüchtlinge müssen draußen bleiben und so weiter, nicht mit Erdogan. Das sind klare ökonomische Imperative, die gelten. Das kann man verifizieren, das kann man auch nachprüfen, das kann man sofort zitieren. Aber wahrscheinlich noch die kritische Lektüre von Max Scheler's Buch im Kopf. Ja, ja. Materiale Werte. Ja, Scheler ist neben also Simmel wahrscheinlich der wichtigste Lehrer. Ja, gut, das ist erwähnen. Ja. Mittelstand ist prekarisiert. Das Interessante, der Mittelstand, also die Angestellten, also nicht die bürgerlichen, sondern die Angestelltenschichten orientieren sich ja nach oben. Wie wir gerade gesehen haben, haben die ja keine Werte, zerfallen ja die Wertehierarchie. Das heißt, die klammern sich ideologisch an Dinge, die überhaupt gar keinen Wert mehr haben. Katastrophale Situation. Was passiert in der Situation? Was machen Leute dann? Was er als Aufklärer, der er ist, hervorhebt, ist Leute, die so falsch über sich denken und sich an falschen Wertvorstellungen, die gar keine mehr sind, orientieren, haben natürlich auch kein Verständnis für ihre eigene Situation, werden auch keine Einsicht entwickeln in ihre eigenen oder gesellschaftlichen Zusammenhänge. Sie werden das nicht tun. Was folgt daraus, kann man hier wieder sofort feststellen. Also als ich das las, musste ich nicht, wer ist schuld? Die Flüchtlinge, die anderen. Nicht? Das ist natürlich das gefundene Fressen für also oder der Hintergrund für Nationalismus, Ausgrenzung. Und verwandte Dinge. Nicht? Das heißt, man macht andere verantwortlich. Also dieses ganze AfD-Syndrom, was wahrscheinlich alleine die AfD wahrscheinlich schon 30% repräsentiert, also im Augenblick. Wie gesagt, Revolution fällt aus, damals wie heute. Nicht? Also heute weiß man gar nicht, was Revolution eigentlich sein könnte. Damals gibt es durchaus die Möglichkeit einer Revolution, aber das sind eben die Kommunisten und die will man nicht. Das heißt also, was macht man in der Situation? Das machen die Medien, glaube ich, heute hier bei uns, ob das Fernsehen ist oder Film. Man verschleiert. Die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, dass man Filme bringt oder Fernsehen oder Medien einsetzt, um so weit wie möglich die Dinge zu verschleiern. Arbeitslose sind damals wie heute nicht integrierbar. Sie alle kennen das. Es gibt Millionen von Leuten, die, also, ich habe gerade, als ich hierher fuhr, gehört, also nur ein Drittel der Arbeitslosen bekommt Arbeitslosenbezüge, zum Beispiel. Also, katastrophale Situation, wie Sie wissen, gibt es diese Diskussion schon seit einiger Zeit. Was bleibt, ist dann, dass, wie Kragor das formuliert, diese Schichten bestenfalls dann an Wunder glauben. Also die glauben dann daran, dass sie im Lotto gewinnen oder dass irgendein besonders attraktiver Mann mit also Schnurrbart auftaucht und sie erlöst. Nicht? Also sie sind total, fallen sie heraus aus dem System. Das System selber sagt ja ziemlich offen und zynisch, ihr seid nicht integrierbar, wir geben euch ein paar also Almosen, haltet die Klappe, guckt Fernsehen. Nicht? Das ist ja schon seit 10, 15 Jahren der Fall, mindestens. Im Netz tummeln sich ja 200 Privatreligionen. Ja, ja, oder den wichtigsten Punkt zu kommen, das ist also die Basis, die von der Propaganda aus, kommt er zu einem entscheidenden Punkt der Faschismusanalyse, denn er sagt, also die Massen sollen integriert werden. Das ist auch heute das Problem. Nicht? Also wie hat man eine Gesellschaft mit einem Ausgleich jetzt, eine gespaltene Gesellschaft, wie soll man das ausgleichen? Nicht? Geht doch gar nicht. Wo ist das Rezept? Wie kann man das machen? Wenn das offensichtlich wird, wird es noch schlimmer werden. Nicht? Also wird also die Dosis, die man braucht vom Faschismus, sagen wir, noch stärker sein müssen, damit Leute das nicht merken. Das heißt also, es geht natürlich darum, die Massen zu integrieren, obwohl sie nicht zu integrieren sind.
Und dann, man kann nur eine Scheinlösung finden, sagte er, der Faschismus ist eine solche. Der Faschismus ist eine Scheinlösung. Er spiegelt den Leuten vor, dass die Probleme gelöst sind. Ja. Das kann man dann im Einzelnen zeigen. Es gibt natürlich Terror, er geht auch darauf ein. Denn man muss also natürlich, die Scheinlösung funktioniert nicht so ohne weiteres. Man muss also auch eine Dosis von Terror benutzen, um zu zeigen, wer die Macht hat. Das beeindruckt die Leute. Und auch um diese Scheinlösung zu sichern. Es führt auch dazu, die Propaganda muss ständig sich erneuern. Die Nazis haben tatsächlich gewusst oder gemerkt, dass man jetzt nicht immer die gleichen alten Sachen bringen kann. Also man braucht Kriege, man braucht Kampagnen, man braucht neue Techniken. Denn sonst merken die Leute ja, dass irgendwas nicht stimmt mit dieser Scheinlösung. Also man muss das in immer neuer Verkleidung bringen. Interessant ist natürlich, dass hier die Masse also sich selber sieht. Ja, deshalb in die Riefenstahl und so weiter. Das heißt, das funktioniert sehr gut. Masse als, wir sind also alle Deutsche, Klassen gibt es ja nicht in Nürnberg, sondern das sind ja alles Deutsche, die da auftreten. Alles blonde Männer oder so, muskulös und alles Deutsche. Da kann man nicht sehen, ob eben der nackte Oberkörper oder so, wie sie sich draußen also duschen. Das sind also keine Bürger mehr oder keine Angestellten oder keine Proletarier oder keine prekarisierten Leute, sondern das sind alles also deutsche Leute. Die Masse sieht sich selber. In der Wochenschau, auf den Parteitagen und zwar das Radio wird benutzt, wird ein öffentlicher Platz, nicht der Volksempfänger, wird benutzt und im Radio wird also diese mythische Botschaft wieder gesendet. Nicht, da ist das, was ich anfangs erwähnt habe. Das heißt, man bezieht sich auf Volk, Rasse, Masse und so weiter und vermeidet natürlich klassenmäßige Differenzierungen. Also der Personenkult ist auch wichtig, weil man dann natürlich den Sinn für die Realität verliert. Der Kult schafft auch Bedingungen, sagt er, für den Verkauf von Scharlatanen. Also wenn eine solche vernunftlose Masse sich selber sieht und allenfalls an Wunder glaubt, wird sie auch irgendwelchen Scharlatanen aufsitzen. Nazis wissen sehr genau, dass man an junge Leute sich wendet, weil die natürlich erst recht nicht nachdenken und keine Erfahrung haben und denken, ja, so ist das, große Spektakel, wir sind alle gleich, sind alle Fußballfans, nicht? Fanmeile, wir sind alle gleich und wir sind alle also für die und die Mannschaft. Und now we have a good time. Was das natürlich bedeutet, ist, dass ganz bewusst der Klassenkampf damit paralysiert wird. Er erwähnt auch natürlich Dinge wie Kraft durch Freude, was also eine, also diese Freizeitorganisation der Nazis, eine Nachahmung übrigens der Mussolini, Programme der Zeit. Und in der totalitären Propaganda, auf die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, das ist dann ganz, für jemand, der sich interessiert, also geht also wirklich ins Detail und analysiert, welche Propagandatechnik führt zu welchem Erfolg, mit welchem Ziel und so weiter. Und da nimmt er also Hitler. Ich habe selten in einer Schrift so viele Hitler-Zitate gesehen und gut, wie Sie sagen, nicht gut analysiert und in den Kontext. Der sitzt in Paris und analysiert die Situation in Deutschland. Er benutzt allerdings auch Rosenberg, der eine wichtige Arbeit geschrieben hat über die Weimarer Republik. Er benutzt Münzenberg, wo es auch um Propaganda geht, 1937. Er benutzt sehr viel Goebbels, der ganz offen also über diese Dinge spricht. Kampf um Berlin gab es diese Schrift. Und er benutzt das. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen, also Adorno war das, glaube ich, zu viel Fakten, zu viel Hitler-Zitate, zu viel also Goebbels-Zitate. Und dann für Italien benutzte Ignazio Silone, den mochten sie auch nicht, weil das früher ein Kommunist war, der war damals immer noch Kommunist und richtige Kommunisten wollte man auch nicht haben. Und so dass also diese ganze detaillierte Analyse der Propagandastrukturen also bis 2012 warten musste. Ja, ich möchte eigentlich hier aufhören. Wie gesagt, ich hoffe, dass es Ansatzpunkte gibt für die Aktualität. Für mich besteht die Aktualität darin, dass er
eine materialistische Analyse geliefert hat, sich die Mühe gemacht hat. Wer macht das? Wer hat die Zeit dazu, das zu tun, auch mit Leuten zu sprechen? Er hat also, er kennt die Situation vor Ort. Er ist kein Theoretiker, der da irgendwo sitzt und Theorien aussagt. Er kannte die Leute, er kannte Tausende, vielleicht 10.000 hier in Berlin. Das ist darauf gestützt. Die werden zitiert. Er zitiert junge Frauen, Sekretärinnen, direkt zitiert. Er hat das rausgeholt aus diesen Leuten, das, was er hört und analysiert, was die Leute ihm gesagt haben. Er hat diese Analyse, diese soziologische Analyse, er bringt diese Sachen zusammen und er macht sich Gedanken darüber, wie die Probleme, die wir haben, in den Medien kritisiert werden. Also das Mediale ist reflektiert und er kennt sich da aus. Er kennt die Filme, er hat das kritisch analysiert, er überlegt sich, was das bedeutet, wenn man eine Großaufnahme von einem deutschen Lanzer zeigt. Er weiß das. Deutsche heute wissen das nicht. Ich glaube, die gehen einfach in diese Falle hinein und sagen, ja, ja, das waren früher noch Helden. Ich glaube, das ist die Reaktion heute. Dass Leute dann diese Lanzer sehen mit Zigarette im Mundwinkel und deutsche Imperialisten ohne Gewissen, sozusagen. Also die hatten kein schlechtes Gewissen. They had a good time. Und die haben alles für Deutschland gemacht. What's wrong with this? Verstehen Sie? Also mein Punkt ist, dass Krakauer durch seine Analysen, oder die Analysen sind aktuell, weil er die Instrumente geliefert hat, um diese Dinge zu analysieren und kritisch zu sichten und zu sehen, wie natürlich diese Dinge benutzt wurden, diese Techniken benutzt wurden, um Systeme, sei es Weimar, sei es das Nazi-System zu stützen und Leute davon abzubringen, an solche Dinge wie Klasse oder Revolution zu denken.